Hi Leute, ich bin's wieder, Kiliko. Es gibt im Rewe wieder Sammelkarten von der Nationalmannschaft. Ich habe ein paar bekommen, nicht viele, war nicht so ein Großeinkauf. Ich gehe nicht gerne Rewe einkaufen, aber wie gesagt, es gibt neue Sammelkarten. Vielleicht hat der eine oder andere die ja schon und wir könnten tauschen, würde mich freuen. Ich sammle sowas auch gern. Ja, mal Niklas Stark, Lukas Klostermann, jo, Joshua Kimmich haben wir hier, Niklas Süle, Julian Brandt, Serge Gnabry, Antonio Rüdiger, Marc-André ter Stegen im Tor und Bernd Leno. Ja, wie gesagt, ich habe an die 15 Sammelkarten. Genau, ich habe 15 Sammelkarten bekommen. War für 30 Euro einkaufen. Ich habe die zwei hier doppelt, Lukas Klostermann und Niklas Stark. Deswegen habe ich die aussortiert. Sehr gut gemacht. So sehen die von hinten aus. Wie immer wichtige Informationen. Und vorne halt das Bild mit Unterschrift. Gibt es auch wieder hier in der Silber Edition. Auch hier hinten steht da wieder also alles drauf, wo die alle Vereine waren. Der erste Verein da, wo sie aktuell sind. Und ja, was sie alles geleistet haben, finde ich sehr gut. Wie gesagt, falls jemand auch Bock hat zu sammeln, können wir uns ja mal zusammenschließen. Oder wir können mal Karten austauschen. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, da kann ich mich bei euch melden. Wie gesagt, ich weiß jetzt aber nicht, ab wie viel Euros diese Karten gibt. Ich habe da, wie gesagt, nur einen Gutschein verbraten und so. Deswegen habe ich die Sammelkarten gekriegt, sonst gehe ich nicht zu Rewe. Ich werde jetzt auch, glaube ich, nicht so oft in Rewe einkaufen gehen wegen den Sammelkarten. Das ist mir einfach zu teuer in dem Laden. Aber ich dachte mir, ich sage euch was Neues, dass es DFB-Sammelkarten gibt. Und in der heutigen Zeit, wo wir Langeweile haben, können wir hier alle möglichen sammeln. Und da würde ich sagen, macht's gut, tschüss.